Guten Morgen, meine Lieben, und herzlich willkommen zu meinem vierten Tagebucheintrag. Und ich sehe aus wie ein Struwwelpeter, Alter. Meine Haare sind schrecklich, weil ich jetzt die letzten Tage immer, wenn dann, Perücke getragen habe und nichts gemacht habe. Und die Armen. Ich werde sie wahrscheinlich gleich waschen und dann mal machen, damit ich nicht so doof aussehe. Und außerdem muss ich heute ein Video drehen für Mittwoch, weil Mittwoch ist morgen. Und das, wenn ihr das Video seht, ist es jetzt Mittwoch. Und ich muss euch unbedingt was erzählen. Ich habe gestern diesen Pudding noch gegessen, den habe ich mir geholt von Alpro, dieses Dessert Moments wollte ich sagen, und mit Haselnuss und Schoko, Alter, der ist geil, der schmeckt oberlecker, wirklich. Ich weiß nicht, habt ihr schon mal Haselnuss-Kakao getrunken? Also, das habe ich euch ja schon mal, glaube ich, irgendwo erzählt, dass das total lecker ist. Haselnussmilch und da rein Kakaopulver, also am besten ungesüßtes und ein ganz bisschen Zucker, und das ist der Hammer, das schmeckt so geil. Und genau das, so schmeckt das auch nur in Puddingform. Es ist Wahnsinn. Und ja, ich mache mich jetzt erstmal fertig, werde wahrscheinlich noch irgendwas frühstücken, weil ich habe jetzt irgendwie 1,5 Stunden im Bett gelegen und Videos angeguckt und fühle mich richtig faul und unproduktiv, und deswegen mache ich jetzt irgendwas. Und werde mir jetzt erstmal was zum Frühstücken machen. Boah, Leute, ich raste aus, ne? Mein Tagebuch Nummer 3 ist eigentlich ja gerade online gegangen. Und mir ist, weil ich irgendwie nicht so konzentriert war oder keine Ahnung, nicht aufgefallen, dass ich voll viele Hänger in diesem scheiß Video drin habe. Entschuldigung, den Ausdruck. Beziehungsweise ich habe die nicht drin gehabt, weil die Kamera das ganz normal aufgenommen, so wie immer. Sondern das muss bei nach dem Speicher, also während der das Video gespeichert hat, halt passiert sein. Und ja, dann wollte ich es jetzt eben nochmal neu speichern und neu bearbeiten, dass das nicht mehr diese Hänger drin hat. Und ja, jetzt ist es halt komplett zerstört, so dass meine ganze Speicherkarte ist leer und das Einzige, was mir noch bleibt, ist Lobster. Mann, das nervt voll. Jetzt habe ich das gelöscht, weil das macht keinen Sinn, so guckt sich das kein Schwein an, das macht mich selber aggressiv. Und naja, dann gibt es jetzt halt Tagebucheintrag 1, 2 und 4. Tja, schade. So, ich weiß nicht, ob ihr jetzt hier Hintergrundgeräusche hört. Da draußen ist irgendwo jemand mit einem Rasenmäher, der da irgendwie Rasen mäht. Und ich habe jetzt einen neuen Pulli an. Das ist so voll der, ich glaube, Hipster würden mich um diesen Pulli beneiden. So, oder das ist so voll, der sieht so voll Vintage aus an den Ärmeln, finde ich, so richtig, so wie früher. Und dann habe ich, wie man vielleicht sehen kann, eine Perücke auf und das Cap von meinem Freund geklaut. Und ja. Irgendwie finde ich, mit der Perücke unter dem Cap sieht es ein bisschen eierköpfig aus, oder? Naja, kann ich jetzt auch nicht ändern. Mit Mütze war es noch, dann sah ich aus wie so ein Alienkopf. So, und ja, ich setze mich jetzt gleich rüber und mache mein Video, für was auch dann heute hochkommt. Und zwar ein Durchprobiert-Video. Ich kann euch hier gleich mal zeigen, wie das so aussieht. So, jetzt kann ich euch das mal zeigen. Ich habe jetzt auf Weitwinkel gestellt, dass ihr alles sehen könnt. Also, wenn ich hier sitze, hinter mir seht ihr ja meistens irgendwie so, oh, mein Gesicht ist ganz rund, seht ihr ja meistens nur so diesen Ausschnitt, so, und da ist ja die Tür, die seht ihr meistens nicht mehr, und da ist die Wand. Und dann habe ich jetzt hier meine Kleiderstange, boah, der Typ da draußen mit dem Mähen geht mir richtig auf den Keks, ja, wo ein paar Klamotten hängen. Das hier ist mein Halloween-Kostüm, was ich jetzt bald anziehen werde, das zeige ich euch dann auf jeden Fall auch noch. Dann hängen hier meine Extensions rum. So ein schönes Verpackungsding. Und ja, dann zeige ich euch mal die andere Seite, weil ich glaube, das ist noch spannender. Wenn wir uns jetzt umdrehen, sehen wir meine Kamera und meine zwei Softboxen. Und da unten das Chaos. Und ja, hier habe ich ein Foto gemacht und da hängen meine Perücken und das ist die Chaos-Ecke. Und da hinten ist mein Schreibtisch, der auch vollgestellt ist. Und ja. Aber man sieht ja zum Glück immer nichts, ne? Wie gesagt, man kann da unten ultra das Chaos haben. Es fällt ja keinem auf. Das ist total praktisch. Man muss nur hinter sich aufräumen. So ein bisschen. Und dann ist alles schicki-schicki. So. Ich warte jetzt noch ein bisschen, bis der Hans Wurster fertig ist mit dem Mähen. Und dann geht es los mit dem Video. Yay, mein Video ist fertig. Whoop, whoop. Und ich habe einen Ball. Wisst ihr eigentlich, dass ich die ganze Zeit auf so einem riesen Ball sitze, wenn ich Videos mache? Das weiß ich gar nicht, ob ich das schon mal erwähnt habe. Auf so einem Hüpfball. Voll gut, wa? Ja. Und jetzt sieht mein Zimmer noch chaotischer aus, wollte ich sagen. Chaos! Chaos! Ja, ich werde das Chaos jetzt beseitigen. Und dann werde ich ein paar Nougat-Bits futtern, weil ich nämlich noch kein Mittag gegessen habe. Und wir haben es jetzt irgendwie so um
wie es draußen aussieht, würde ich sagen. 18 Uhr ist es aber nicht. Es ist irgendwie 13 Uhr oder so. Aber es ist halt so ein deprimierendes Wetter. Soll ich euch mal zeigen, wie traurig es draußen aussieht? Es ist so grau und trüb und traurighaft. Ich hasse das. Das macht einen gleich so richtig deprimiert. Weil man immer denkt, es ist schon nachmittags. So, ich bin jetzt in meinem Auto und bin auf dem Weg. Also ich bin noch nicht auf dem Weg, ich fahre offensichtlich noch nicht. Aber ich mache mich jetzt auf den Weg in die Stadt und ein paar Sachen erledigen und habe dann noch einen Termin beim Arzt und ein paar Sachen einkaufen, ein Foto ausdrucken und ein bisschen einfach so irgendwas machen. Und es ist ultra kalt schon draußen, so selbst mit Mütze und so. Oh, in diesem Kameralicht sehen meine Haare gerade total schön grau aus, fällt mir gerade auf. Wahnsinn. Ja, und dann düse ich jetzt mal los und werde jetzt ganz laut Musik hören in meinem Auto und mitsingen, weil das Wetter draußen ist unglaublich nicht schön und dann gröle ich immer sehr gerne mit im Auto. So, ich bin jetzt endlich wieder zu Hause und wir haben es mittlerweile um 8. Ich hatte meinen Termin eigentlich um 17 Uhr, aber habe dann bis 18.30 Uhr oder so gewartet, wie es eigentlich so oft ist bei irgendwelchen Terminen. Da muss man meistens trotzdem noch ewig warten. Und ja, deswegen bin ich jetzt erst wieder zu Hause, weil ich noch eine Kleinigkeit einkaufen musste. Hab mir jetzt, der Boy ist am Spielen und voll am Eskalieren, habe ich jetzt hier mir Essen gemacht. Das ist so ein Vitalbrot mit, was ist das, grünes Pesto, veganes und dann Lauch und ein paar Tomate und Gewürze drauf. Und dazu trinke ich noch wieder etwas Tee. Ich habe gerade mal ein Video hochgeladen, was ihr heute Nachmittag zu sehen bekommt. Es ist ein Durchprobiert-Video, mein neuntes. Muss ich noch die Beschreibung dazu hinzufügen. Und dann gucke ich heute nur noch Fernsehen und chille meines Lebens. Und schlafe wahrscheinlich schon um 9.30 Uhr oder so. Und ja, bis dahin. Ich hoffe sehr, dass euch der Tagebuch-Vlog gefallen hat. Und wir sehen uns dann morgen. Ciao.